Herzlich willkommen am Donnerstagabend. Wer von euch hat denn heute schon gesungen und wo und wann singt ihr denn? Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett mit der 274. Gute-Nacht-Geschichte am Donnerstag. Schön, dass du mit dabei bist an diesem 27. Mai. Gerade eben fragte ich ja schon, ob du heute schon gesungen hast. Wo singst du denn? Vielleicht beim Duschen, beim Nachhauselaufen, beim Einschlafen, beim Essen? Naja, beim Essen kann man nicht singen, da ist der Mund ja voll. Also, wo singst du denn? Sag mir doch einfach mal Bescheid und schick mir eine WhatsApp-Nachricht an 01525 179 6813. Und an diese Nummer sendest du am liebsten und am besten eine Sprachnachricht, so wie diese Nachricht hier. Hallo Marco, hier ist Nora, die Mama von Juna. Juna hat heute deine Ab-ins-Bett-Traumbox bekommen und ist hier im Dreieck gesprungen und hat sich sehr gefreut. Deine Geschichten sind ganz toll, wir hören sie jeden Abend und meine beiden Mädels, Juna und Taya, finden das großartig. Die Kleine ist zwar erst ein halbes Jahr, aber wenn am Anfang die Kinder ab ins Bett rufen, dann guckt sie immer und kurz danach schläft sie ein. Und die Große hier, die ist 5 und hört mit Begeisterung deine Geschichten. Ja, vielen Dank. Eine schöne Traumbox hast du da zusammengestellt. Wir freuen uns schon auf die nächste Geschichte heute Abend. Ja, danke schön dafür. Die Ab-ins-Bett-Traumbox gibt es online und zwar nur online auf abinsbett.net. Und ich habe hier neben mir noch ein paar liegen. Es sind nicht mehr viele und dann sind tatsächlich alle Traumboxen weg. Wer also die Sammelbox haben möchte, jetzt zuschlagen. Heute geht es bei Ab ins Bett ums Singen. Die Mirjam ist die Titelheldin des heutigen Tages. Bevor wir gemeinsam, na, ob wir singen werden, verrate ich nicht. Bevor die Geschichte kommt, werden wir uns jetzt recken und strecken. Also, nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang und spannt jeden Muskel im Körper an. Ja, eieieiei, das tut gut, oder? Merkt ihr das auch? Ah, wenn ihr das gemacht habt, dann plumpst ins Bett hinein und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und ich bin mir sicher, dass ihr heute die bequemste Position findet, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die Gute-Nacht-Geschichte für den Donnerstagabend, für den 27. Mai, Episode 274 von Ab ins Bett. Mirjam singt sich glücklich. Mirjam ist ein ganz normales Mädchen. Sie liebt es zu singen. Sie singt ihr Lieblingslied am meisten. Hast du denn auch ein Lieblingslied? Ja? Dann lass mal hören. Wie geht denn dein Lieblingslied? Sehr schön. Ich werde euch jetzt nichts vorsingen, denn in der Geschichte singt ja Mirjam. Und Mirjam singt immer und überall. Morgens, wenn sie aufsteht, das Erste, was sie macht, ist natürlich singen. Wenn Mirjam nach dem Frühstück und nach dem Zähneputzen sich für die Schule fertig macht, was macht sie dann? Ganz klar, singen. Auf dem Weg in die Schule singt sie. Nach Hause geht sie natürlich auch nicht ohne zu singen. Und das Letzte, was sie am Tag macht, na, was ist das? Na klar, singen. Singen ist die Lieblingsbeschäftigung von Mirjam. Und das liebt sie. Ihre Lieblingslieder, die kann sie alle schon auswendig. Heute am Donnerstag fühlt sich Mirjam irgendwie seltsam. Sie steht auf, sie frühstückt, sie geht zur Schule. Doch als sie von der Schule kommt, da denkt sie sich, dass irgendetwas fehlt. Und sie denkt nach. Und lange muss sie gar nicht überlegen. Aus welchem Grund auch immer, hat sie bisher heute vergessen zu singen. Wie kann das denn sein? Vor allem fehlt ja etwas. Es ist so, als hätte man keine Socken an, wenn man in Gummistiefel geht. Oder vielleicht so, als wenn man Ski fährt, ohne Ski dabei zu haben. Oder schwimmen oder rudern ohne Ruderboot. So ein Donnerstag wäre besser heute. Und das wird sich nicht mehr wiederholen, da ist sich Mirjam sicher. Denn als sie gemerkt hat, dass sie heute noch keine einzige Zeile gesungen hat, heißt es für sie, das ganz rasch zu ändern. Mirjam steht eigentlich mitten auf der Straße und
Eigentlich singt sie jetzt nicht so gern auf der Straße. Aber nun ist es ihr egal, denn sie hat ja heute noch gar nicht gesungen. Sie stimmt ihr Lieblingslied an. Es klingt wunderschön. Die Menschen, die an ihr vorbeigehen, verlangsamen ihre Schritte. Sie werden langsamer, bis schließlich Menschen stehen bleiben. Denn auch sie sind begeistert von dem Gesangstalent von Mirjam. Sie hat eine so schöne Stimme. Und es klingt so gut. Die Menschen um Mirjam herum fangen auf einmal sogar an zu tanzen. Einfach so. Es sieht fast aus, als seien sie von der Musik und vom Gesang des Mädchens ferngesteuert und fremdbestimmt. Aber nein, sie machen es aus tiefer Überzeugung. Denn das, was Mirjam beim Singen spürt, das gibt sie weiter an das Publikum. An die Menschen, die einfach eben noch auf der Straße neben ihr liefen. Jetzt stehen sie um Mirjam herum. Die einen haben begonnen zu tanzen und andere stimmen mit Mirjam ein, sodass die ganze Straße schon nach wenigen Minuten sich verwandelt in eine riesengroße Konzerthalle, in ein riesiges Open-Air-Konzert mit ganz vielen Sängern, Musikern und Tänzern. Und natürlich auch Zuschauer, denn der Gesang lockt immer mehr Leute an, die zunächst am Anfang nur daneben stehen, vielleicht sogar applaudieren und klatschen. Aber schon nach wenigen Minuten stimmen die meisten mit ein und sie singen mit. Und wer nicht mitsingt, der tanzt einfach so. Er lässt seinen Körper zu der Melodie des Gesangs einfach fließen. Die Bewegungen gehen wie von ganz alleine. Mirjam schaut sich das Spektakel an. Die ganze Straße singt. Alle Menschen scheinen zufrieden und glücklich. Ja, und dann fällt es Mirjam ein. Auch wenn sie singt, ist sie glücklich. Und genau das war auch der Grund, warum ihr heute etwas fehlte, denn heute hat sie ja noch nicht so viel gesungen. Doch das hat sich ja im Laufe des Tages geändert. All das, was Mirjam am Vormittag verpasst hat zu singen, holt sie am Nachmittag doppelt und dreifach nach. Und zwar nicht nur alleine, sondern mit ganz vielen Menschen. Und alle Menschen wissen seit diesem Tag, dass Singen nicht nur ansteckend ist, so wie gute Laune, sondern sie wissen auch, Singen macht glücklich. Und Mirjam weiß, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net.